Los geht's, der Einsatz beginnt. Oh ja. Am Trainingsturm gibt es einen Notfall. Ein Feuer hat eine Person eingeschlossen, im obersten Geschoss. Der Einsatz wird mit Jupiter und Venus gefahren. Viel Erfolg! Ich sehe nichts. Dann fliegen wir weiter zum Strand. Halt! Oh nein! Da oben im Trainingsturm, das ist Norman! Ja! Hilfe! Hilfe! Hier! Das ist Norman Price! Was macht er denn da oben? Hilfe! Elvis, du löschst sofort das Feuer. Gut. Penny, Jupiter sichern und dann den Korb hochfahren. Jupiter steht sicher, Sam. Norman, Sam holt dich da gleich raus. Oh, was hab ich gesagt? Natürlich macht er wieder Unsinn. Ist ja alles gut. Sam, hol mich bitte hier weg. Meine Lieblingskekse. Bravo, Elvis. Gut gemacht. Nicht zu fassen. Ist dir denn das Gewinnen beim Versteckspielen wichtiger als deine eigene Gesundheit, Norman Price? Nein, Hauptfeuerwehrmanns Deal. Wir haben uns wirklich beide ziemlich dumm versteckt. Oh, aber ich bin jetzt offiziell der beste Verstecker von ganz Ponty Pandy. Ich schlage vor, du versteckst dich mal daheim. Für eine ganze Weile. Ja, und da kannst du herrlich den kalten Fischauflauf essen, der da seit Stunden wartet. Ist gut, Mom. Elvis, stimmt was nicht? Ja, es lief doch alles sehr gut. Die arme Dolly. Sie hat es nicht geschafft. Naja, Norman war nicht der Einzige, den ich aus dem brennenden Trainingsturm retten konnte. Sieh mal hinter dich. Dolly, da bist du ja. Auf dich kann man sich wirklich immer verlassen, Sam. Dafür sind wir da, Elvis. Genau dafür sind wir da. Eine Kiste wurde am Strand angespült und sie tickt. James ist darunter eingeklemmt. Zum Strand, Sam. Jede Sekunde zählt. Person unter einer Kiste eingeklemmt. Wir sind so schnell wie möglich vor Ort. Könnten Sie Penny bitten, die genaue Position zu ermitteln? Ja, Sam. Von wegen nicht viel los. Da sind sie. Penny hier an Sam. Kommen, Penny. Ich sehe Sie am Strand. Sie sind an der Felsküste. Danke, Penny. Wir sind gleich da. Ach, da seid ihr, ja. Sam, schafft ihr das auch? Na klar, James. Das haben wir gleich. Sarah, du gehst mit Mandy zurück zum Café. Sarah, tut mir leid, das vorhin mit dem langweilig. Das nächste Mal machen wir was zusammen. Ich verspreche es. Was mag da nur drin sein, Sam? Ich weiß es nicht. Das muss jetzt sehr schnell gehen. Wir heben die Kiste über James so vorsichtig an, wie wir nur können. Reicht das schon, James? Ja, ich bin raus. Was immer da drin ist, es wird lauter. So wie das klingt, sind das Uhren. Sehr viele. Nein, es sind Wecker. Immerhin wissen wir jetzt, was in den Kisten drin ist. Das ist alles nur passiert, weil wir uns vorhin so gestritten haben. Tut mir leid. Ich hätte lieber auf dich hören sollen. Komm mal her, Junge. Manchmal muss man Dinge einfach ganz für sich allein herausfinden. Danke, Sam. Danke, Elvis. Dafür sind wir ja da, James.
Wenn ich eines nicht dulden kann, Critlington, dann ist es zu spät kommen. Als Feuerwehrmann trägt man besondere Verantwortung. Ja, Hauptfeuerwehrmann Steele, Sir. Aber in Anbetracht eurer heutigen Großtat hat Sam vorgeschlagen, dass du eine Belohnung erhältst. Oh, das ist ja toll. Oh, was ist da drin? Das tickt ja. Du brauchst einen Wecker. Vielleicht verschläfst du dann nicht immer, Elvis. Hier, Schnuffi, such Helen. Die Pontypandy-Berge liegen in der Richtung, Sam. Ich weiß. Wo führt er uns nur hin? Ich hab nichts getan. Hallo, Schnuffi. Was machst du denn hier? Wir suchen Penny und deine Mom, Mandy. Ja, Schnuffi hat an der Bluse deiner Mutter geschnüffelt und uns direkt hergeführt. Das ist keine Bluse, sondern ein Kleid und gehört mir. Wie konntest du bloß Mams Sachen verwechseln, Dad? Aber ich weiß auch nicht. Ich wusste einfach nicht, wessen welche waren. Die gehört auf jeden Fall, Mom. Halt! Ich weiß wieder. Ich weiß wieder, wo die beiden hin wollten. Den Quellenweg und dann rauf zu den hohen Zinnen. Verflixter Funkenflug. Nichts wie los. Komm, Schnuffi, das schaffst du. Los, kommt alle hinterher! Schnuffi hat schon eine Spur! Such Schnuffi! Hier sind wir! Alles in Ordnung, Penny? Zum Glück ja, dank Helen. Oh, ich bin so froh, dass du doch dran gedacht hast, einen Suchtrupp zu rufen. Aber natürlich. Ich habe mich sogar daran erinnert, wo ihr hin wolltet. Irgendwann. Ich nehme jetzt immer eine Krankenschwester mit, wenn ich wandern gehe. Helen hat den Knöchel im Handumdrehen bandagiert. Aha! So kriegt man das also hin. Was? War ich das eben? So? Das war mein kleines Geheimnis. Wieso ist das bloß mir nicht aufgefallen? Hier vor! Sieh mal, ich habe hier ganz viele. Das sind alles unsere. Ich bin eine Muschelpflückmaschine. Und hier sind noch mehr. Hey, lasst mir auch noch welche. Aber du hast doch schon längst haufenweise. Wir beide legen zusammen. Hm, genau. Ich werde mir eine super Stelle suchen mit ganz vielen Muscheln, sonst schnappen mir die Zwillinge noch alle weg. Hilfe! Weißt du, Elvis, unsere Rettungsschere ist ein großartiges Gerät, aber sie ist nicht für jeden Einsatz geeignet. Echt doof. Na los, Norman, zieh! Ich stecke fest. Wir müssen hier schnellstens weg. Die Flut kommt bald. Wir versuchen es nochmal. Zieh, Norman. Ich zieh. Aber ich hänge fest. Hier kannst du aber nicht bleiben. Was soll ich nur tun? Feuerwehrmann Sam! Was ist denn nun schon wieder, meiner Treu? Am Strand hängt jemand zwischen Felsbrocken fest.
zum Strand. Dort ist jemand eingeklemmt. Beeilt euch, die Flut kommt! Nimm lieber die Rettungsschere mit, Elvis. Für alle Fälle. Ja! Was ist passiert, Charlie? Normans Fuß ist eingeklemmt. Ich habe schon alles versucht. Es gibt noch eine Möglichkeit. Du hast recht, Elvis. Eines sollten wir noch versuchen. Kommst du an deinen Schuh und kannst den Schnürsenkel aufmachen? Ich glaube schon. Ja! Danke, Feuerwehrmann Sam. Dass ich nie solche Ideen habe. Wartet mal. Wo ist denn mein Glückseimer? Wo hast du ihn denn abgestellt? Da. Er ist weg. So ein Pech, Norman. Die Flut muss ihn weggetrieben haben. Aber jetzt weg hier, sonst schneidet uns die Flut noch den Weg ab. Halt! Was ist mit meinem Schuh? Ruft Hurra! Cridlington ist da! Cool! Danke, Elvis. Du hast meinen Schuh gerettet. Den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam.